Was geht ab, meine liebe Freunde? Neuer Tag, neues Glück. Ja, wir fahren wieder los. Saison hat ja begonnen. Heißt, die Maschine muss auch mal wieder bewegt werden. Ab und zu startet die Maschine nicht, wenn sie heiß läuft. Also definitiv werden wir heute wieder Probleme bekommen. Also wie immer, Treffpunkt Potzi mit den Jungs. Die Dame guckt mich hier irgendwie komisch an. Mal gucken. Hallo Dame. Also ich habe mir gerade eine 800er Ibu reingeknallt von meinem Vater, weil ich jetzt wieder hier Nasennebenhöhlenentzündung habe, Sinusitis oder so, wie das auch heißt, wenn ich irgendwie Pollenallergie habe. Ja, so alle 3 Wochen mal Nasennebenhöhlenentzündung, das fuckt richtig ab. Und mein Kopf ist gerade voller Schleim, aber auch richtig Kopfschmerzen. Aber ich will nicht bei so einem Wetter, ja, wenn die Saison angefangen hat und alle fahren, will ich nicht zu Hause gammeln und gucken auf Instagram, wie alle fahren und ich zu Hause gammle. Heute treffen wir uns wieder mit den Jungs. Diesmal ist Ibo auch dabei. Der Plan ist, wir fahren zur Spinnerbrücke. Oha. Geil. Und übelst viele Motorradfahrer sind unterwegs. Ah, guck mal, da vorne ist da schon eine 600er CBR. Macht Lichtstufe, ja, ja. Heute gibt es eigentlich ein Rideout am Olympiastadion von den Bike-Up-Jungs. 400 Leute oder so angekommen, oder 400 Leute fahren jetzt irgendwie auch angemeldet mit der Polizei. Also es gilt quasi als Demo. Aber ich bin da nicht mitgefahren. Erstens ging es mir richtig scheiße. Ich sag euch zweitens, ich bin ein bisschen zu alt geworden. Die wollen irgendwie 90 Kilometer Landstraße fahren. Und das ist mir echt ein bisschen zu lang und zu viel. Vor allem bei 13 Grad jetzt müsste man sich ja richtig dicke anziehen. Und ich weiß, wie so ein Rideout abläuft. Man trudelt da mit 60 km/h. Die Polizei fährt vor. Irgendwann ist es anstrengend auf Dauer. Hätten die so eine kleine Runde um Berlin gemacht, 20 Kilometer, dann hätte ich gesagt, ich komme mit. Und ich bin 30 fast, also ich werde alt. Ich werde alt. Boah, scheiße, die Nase läuft schon. Ah, zack, über Rot. Na klar, na klar, na klar. Kennzeichenpflicht für Radfahrer. Von mir aus sollen sie keine Steuern zahlen, was auch immer. Aber Hauptsache ein Kennzeichen ranklatschen. Damit man in solchen Fällen einfach den Radfahrer ermitteln kann. So, Digga. Moin, Meister. Ah, da kommt er. Bisschen üben, das passt schon. Yo, fährst ein LKW, Bro. Hier so Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, die Ecke ist mittlerweile wirklich ein Motorrad-Hotspot geworden. Wir haben eine CBR da. Oh, Ducati ist schon schick. Ich wollte auch in den Club des Supersportlers. Also, erstmal warten, wie immer. Pathways auf die 1. Pathways auf die 1. Wow! Geil, 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 geil. Ja. Aber Sena ist wieder überfüllt. Ist überfüllt. Sena dreht wieder durch. Sena dreht durch. Ivo, woran merkt man, dass wir älter werden? Wenn wir auf einmal Harley-Fahrer mit am Start haben. Berlin wird übernommen heute. Ey, fühlt sich an wie Harley-Days, Ivo. Kommt halt. Also, es ist immer dasselbe Problem. Ich bin mega unzufrieden mit dem Sena. Guck mal, wir sind 7-8 Leute. Können nicht mal vernünftig quatschen, weil einfach ja, zu viele Störsignale am Start sind. Das ist mega nervig. Ja, ist der Daumen oben, wird man nicht loben. Hörst du mich wieder? Ich muss euch versuchen, keine Ahnung, irgendwie alleine zu unterhalten, weil ich mit den anderen nicht quatschen kann. Wir sind zu viele. Es funktioniert einfach nicht, ja. Und das Ding ist, ich kann die Leute nicht überzeugen, alle ein Cardo zu kaufen. Und ein Cardo soll angeblich besser sein. Ich habe ja ein Cardo gehabt, beziehungsweise habe es immer noch an meinem anderen Helm dran. Ne? Die Lautsprecher, die Funktion, alles ist viel, viel geiler. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Aber ich kann nicht sagen, Jungs, kauft euch alle ein Cardo, was 350, 400 Euro pro Stück kostet. Das funktioniert nicht. Die Jungs haben alle Sena, dann müssen sie alle neue 400 Euro nochmal investieren. Wir sind halt eine zu große Truppe, was willst du machen? Ibo, bester Mann. Dicker, guck mal, der hat sich einfach 3 Hoodies von mir gekauft oder von uns, um mich einfach zu supporten, wo ich meinte, Bro, kauf dir keine Hoodies. Wozu kaufst du dir jetzt Hoodies? Ich kann dir schon vielleicht welche besorgen, so mäßig, dass du dir nichts kaufen. Er meint, nee, Bruder, ich will dich supporten. Bester Mann. Ja, steht ihm aber auch, ne, muss man sagen. Ich freue mich auf die nächsten Drops. Ich brauche eine Harley, es reicht. Ich höre dich nicht. So, guck mal, da Feuerwehrmann. Freiwillige Feuerwehr. Ja.
Also die Feuerwehrmänner, die feiern das auf jeden Fall. Geil. Holidays, Holidays. Hä, aber wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung, Kommt jetzt einfach mit, ja? Okay. Ha, er fährt weiter. Jetzt haut er ab. Ja. Er springt nicht an. Ja. Ein kurzes Stück reicht. Ja, Spinnerbrücke. Spinnerbrücke, kennst du? Ja, komm. Ja. Danke, Jungs. Ich glaube, ihr müsst mich heute noch zwei, dreimal anschieben. Links oder was? Links, links. 10 Minuten sind wir eh da. Ich müsste mal die Spannung messen von der Lichtmaschine und so, aber ich habe kein Messgerät einfach da. Fährt jetzt auf die 1. Oh, 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 Füße hoch, sonst sind die Eier platt. Verstehe ich nicht, warum fährt man denn auf der linken Spur? Ich fahre doch auch 80 auf der rechten. Fahr doch auch in der Mitte oder auf der rechten Spur. Geil, Jungs. Ey, wo sollen wir stehen? Ich glaube, hier sind wir nicht gern gesehen, weil wir nicht alt genug sind. Wir machen den Spot zum Dings. Wir verheizen den Spot. Na gut, Freunde, wir essen jetzt einen Käsekuchen, trinken noch ein Käffchen. Oh, Polizei. Wir fahren richtig. Da muss Flughafen stehen. Oder mich fix eine Verbindung haben wir noch irgendwie schief. Ja, Digga, diese Verbindung, Alter. Ich raste irgendwann wirklich aus. Man kann nicht mal vernünftig reden. Runter, 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 runter. Ja, ja, fast. Fast. Geil. Die Sonne kommt jetzt nicht raus. Jawohl. Hat sich ja doch noch gelohnt rauszufahren. 13 Grad, aber wenn man sich dick einpackt, ist schon geil zu fahren. Winken die uns zu? Ach nee. Ach du Scheiße, wie peinlich ist das denn? Hi. Digga, die haben den zugewunken, nicht uns. Ich habe ein Problem. Was? Ja? Wer redet denn? Kette. Ja, Kette ist draußen. Bei wem? Ich bin ganz hinten hier an der Ampel, wo ihr losgefahren seid. Ach du Scheiße. Ich glaube, seine Kette ist weggesprungen. Komm, wir drehen um. Das ist schon eklig, wenn Kette rausspringt. Hey. Ah, da ist er, da drüben. So, einmal wenden. Ne? Ach du Scheiße. Ich bin begrenzt rein, dann habe ich hochgeschaltet. War ganz okay. Hier an der Ampel, bin nochmal losgefahren. Auf einmal merke ich, Gang geht gar nicht. Ach du Scheiße. Wow. Die ist hier verklemmt. Guckt mal kurz. Guck mal nach, ob ihr die Kette wieder frei bekommt. Hat deiner Bordwerkzeug, Schraubenzieher irgendwas bei? So, wir gucken mal gleich. Er hatte so ein Glück mit seiner Kette gehabt, ne? Alter, ist die laut. Seine Kette ist abgesprungen, habt ihr gesehen? Und dann haben wir die wieder ranbekommen. Haben gesagt, du, versuch mal mit der losen Kette langsam nach Hause zu kommen. Dann sehe ich gerade, das Rad ist komplett schief. Also dieses Gestänge, wo man die Kette einstellt, war komplett lose. Wir haben natürlich kein Werkzeug, gar nichts da. Ui. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt den Abschlepper gerufen und wir wollen jetzt hier nicht 10 Leute auf den Abschlepper warten. Ja, guck mal, ob er anspringt. Honda. Da links. Ja. Ich will tanken. Jetzt schwierig. Wir fahren gerade. Kannst du rechts ranfahren? Ja. Mahlzeit, mein Bester. Alle deine Videos, ja. Echt, ja? Ja, zurzeit ein bisschen inaktiv, Privatprobleme. Aber fängt er jetzt wieder an. Vorhin schon an der Ampel gesehen? Ja. Da war ich aber nicht sicher, ob du das warst. Ja. Können gerne ein Foto machen, kein Problem. Da ist ein 1000er Phaser Motor drin mit 143 PS. Oha. Und geht ab? Die Hölle. War vorsichtig, man sieht sich bestimmt mal, ne? Und hoffentlich bald ein neues Video. Hoffentlich. Ey, geiler Super. Was geht? Was macht ihr da, Mann, auch eben? Oder ich hab ihn gesehen. Oder? Warte mal. Junge ist dein größter Fan. Warte, du hast aber nicht. Ah, Bruder, weg mit dir. Jalla, Spaß, Mann, Spaß. Wo ist dein Motorrad? Kaputt. Gegenverkehr, wollte überholen und ich wurde so geschliffen, weil die umdrehen wollen. Bist du schuld? So, Freunde, ich habe nur noch 5% Akku und will meinen Akku jetzt nicht nochmal wechseln. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Fairways auf die 1, nicht vergessen, bald neuer Drop. Ciao, Jungs. Ciao.